Hallo und herzlich willkommen heute zu einem ganz besonderen Gameplay mit einem ganz besonderen Panzer, dem M6A2E1 Mutant auch genannt. Dieser Panzer ist daher sehr besonders, da es den nur in einem Pre-Order-Package damals bei World of Tanks gab und seitdem nicht mehr. Und dementsprechend sieht man den auch sehr selten auf dem europäischen Server. Deswegen habe ich mich hier für ein Gameplay vom russischen Server entschieden. Ja, dieser Panzer ist wirklich außergewöhnlich. Ich glaube, man kommt alle Jubeljahre mal in ein Gefecht mit dem. Was ist zu ihm zu sagen? Hierbei handelt es sich um einen Tier 8 Premium Panzer der USA. Der Panzer selber hat eine DPM von 1684 in der Standardausführung. Der Durchschlag ist 198. Mit Premium Granaten sind es 245 und HE Granaten hat er natürlich auch noch am Start. Die Nachladezeit sind 11,4 Sekunden. Die Einzelzeit 2,2 Sekunden. Die Panzerung selber, die Wanne vorne 191, seitlich 66, hinten 51. Man muss aber dazu sagen, wenn man die nominelle Wanne nimmt, weil, jetzt kann ich es gerade nicht zeigen, weil er gerade hier in der Richtschützenansicht ist, die zeige ich euch gleich, weil die ist leicht abgeschrägt und damit hat es einen effektiven Wert von, und jetzt kann ich es euch zeigen, hier vorne seht ihr, die ist leicht schräg. Und dementsprechend ist es hier, wo kann man es jetzt sehen? Da kann man es ganz gut sehen. Jetzt steht er leider direkt im Busch. Also hier durch diese leicht schräge hat er so um die 240 mm. Also ist es gar nicht so leicht, den zu durchschlagen. Und auch der Turm selbst ist verdammt schwer zu durchschlagen. Also wenn ihr den als Gegner habt, geht er immer auf die Wanne, besonders seitlich. Da geht es dann wenigstens noch. Aber der Turm selbst, das ist ein wirkliches Biest auch eben. Gerade vorne und hinten. Hinten hat er nämlich 208 mm. Also das ist ganz schön fies. Also da ist er von der Seite her natürlich, wie viele Panzer, dann am einfachsten zu machen. 1500 Hitpoints hat er. Die Endgeschwindigkeit selbst liegt so bei 29 km/h. Er ist auch einigermaßen mobil. Also er kommt gut auf die Geschwindigkeit, aber halt nicht drüber hinaus. Und man sieht hier, gerade dadurch, dass der Panzer so selten ist, haben halt noch viele nach wie vor Probleme mit dem und der Panzerung umzugehen. Die Kanone selber kommt 10 Grad nach unten, 20 Grad nach oben. Das ist natürlich auch noch was Besonderes. Jetzt macht er hier den WZ sehr, sehr gut. Ich würde ihn vielleicht da jetzt persönlich empfehlen, ein bisschen mehr ranzufahren, aber untere Frontwanne geht da immer. Auch rammen kann man. Sichtweite mit 380 Meter ist jetzt natürlich nicht der Brüller. Das ist ganz normal. Auch die Brandwahrscheinlichkeit, 20%, muss man aufpassen. Definitiv ein Wert, mit dem man durchaus mal das eine oder andere Feuerchen bekommen kann. Jetzt hat er hier das Problem, jetzt hat er hier zwei Panzer gegen sich. Jetzt entscheidet er sich erstmal für den 110er. So, wenn er jetzt Glück hat und der WZ so gar nicht klarkommt, dann würde er ihm nämlich hinten jetzt in den Turm schießen. Aber in dem Fall hat er sich dafür entschieden, den jetzt doch zu treffen. Und jetzt hat er hier da sich dem erwehrt. Aber man sieht, die Panzerung selber, die ist wirklich ordentlich. Der Schaden mit 320 ist jetzt nicht der höchste Alpha. Also da gibt es definitiv bessere Panzer. Rückwärtsgeschwindigkeit übrigens 10 km/h, für die, die es interessiert. Er dreht 25 Grad pro Sekunde. So ist es richtiger. Und auch der Turm dreht ähnlich mit. Der dreht nämlich mit 24 Grad pro Sekunde. Das sind so jetzt mal die wichtigsten Werte, wenn ihr mal gegen den Panzer spielt, dass ihr euch da so mal ein bisschen da orientiert, was denn da so möglich ist. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Glücklichen da draußen, der den Panzer schon hat. Kann gerne mal seine Meinung dazu kundtun. Wie gesagt, viele sind es nicht, weil es, wie gesagt, damals natürlich zu einer noch recht unbekannten Zeit, in Anführungszeichen, erschienen ist und da sich so viele nicht den
Pre-Order-Panzer geholt haben. Und natürlich darf man ebenfalls nicht vergessen, selbst die, die sich den damals geholt haben, das ist ja mittlerweile auch schon 6 Jahre her fast, da spielen natürlich auch nicht mehr alle mit dem Panzer. Also das ist ja das auch so ein Thema. Es haben ja auch viele aufgehört. Das heißt, nominell von denen, die mal ausgegeben worden sind, sind es jetzt wirklich effektiv sehr, sehr wenig, die da wirklich jetzt noch am Zocken sind. Aber man sieht bisher 3.800 Schaden, 2.100 abgeprallt. Also die Werte, die können sich schon sehen lassen. Und gerade hier so einen Häuserkampf, da ist er natürlich ideal. Da kann er richtig das ausspielen, was den Panzer ausmacht. So, jetzt hat er hier den A44 und auch den T29 in der Nähe. Wie gesagt, ich hätte euch auch gern ein europäisches Replay gezeigt, aber man muss dazu sagen, mit dem jetzigen Patch gab es in Summe überhaupt, also mit dem Patch 9.17.1, gab es überhaupt in der ganzen europäischen Community 2 Replays, 2 hochgeladene. Da seht ihr mal wirklich, was für ein unglaubliches Einhorn schon fast dieser Panzer ist. Und man könnte sich denken, was für eine Schwemme da käme. Oder natürlich, wie begehrt der unter Panzersammlern auch ist, wenn es den nochmal gäbe. So, auch der FCM, sehr schöner Treffer. Mittlerweile schon bei 5000 Damage und 3100 abgewehrt. Gerade auch für amerikanische Crews würde sich der selbstverständlich super eignen. Hat nämlich einen Kommandanten, einen Ladeschützen, einen Fahrer, einen Funker und einen Richtschützen. Also ist eigentlich alles am Start, was man so braucht zum Ausbilden. Und jetzt hier mit dem T-54 dann 9er Panzer gegen sich. Eigentlich schon Wahnsinn. Hat erst 2 Kills. Der gute Mann mit 5300 Damage. Die Genauigkeit übrigens ist 0,4. Also das ist eher ein wirklich Mauerwert. Also gerade der DPM und die Genauigkeit sind jetzt nicht die großen Stärken von dem Panzer. Also da gibt es neuere Premiums, die da deutlich überlegen sind. Gerade auch so einen Defender zum Beispiel, beziehungsweise in dem Fall Objekt 252U, ist da deutlich voraus. Allein schon den höheren Alpha, auch eine gute Panzerung. Also da muss man sagen, rein auf dem Papier gab es schon den ein oder anderen besseren, aber das Matchmaking selber ist natürlich hier bei dem interessant. Der hat nämlich ein verbessertes Matchmaking, das heißt, der sieht keine 10er-Gefechte und dafür ist gerade, weil viele Panzer mit verbessertem Matchmaking am Durchschlag gewichtet worden sind und der Durchschlag mit 198 für verbessertes Matchmaking, also höchstens Tier 9, der kann sich schon durchaus sehen lassen. Wenn ihr den von vorne mal treffen solltet übrigens, auch die Kommandantenkuppel lässt sich bei dem eben sehr gut beschießen. Und jetzt sieht man hier auch nochmal wirklich diese Schräge, wo eben, wenn man gerade drauf schaut, so knapp 245 mm effektiv ist. Ansonsten ein wirklich eher kurioses Gefährt, muss man einfach mal sagen. Gerade weil es den Panzer schon so ewig bei World of Tanks gibt, aber man ihm eigentlich so gut wie nie im Panzer bzw. im Gefecht gegen sich hat. Und aufgrund seiner Größe hat er auch einfach eine verdammt schlechte Tarnung. Also mit dem sollte man nicht versuchen, irgendwo sich zu verstecken, denn das ist so gut wie fast unmöglich.
auch auf losen Untergründen, also hier jetzt mal Lakeville besonders genannt, da die Linie durch das Tal mag er gar nicht. Also da ist er auch wahnsinnig immobil. Also da solltet ihr wirklich so ganz lose Untergründe meiden mit dem Gefährt. Aber wenn ihr den Panzer so positionieren könntet oder er so gegen euch positioniert ist, dass ihr nur mit dem Turm arbeiten könnt, da ist es dann phänomenal. So, jetzt hat er hier den Jagdtiger aufgeklärt. Er muss selbst muss aufpassen, denn mit einem Schuss wäre er schon weg. Der Jagdtiger könnte hier leichtes Spiel mit ihm haben. Aber jetzt kann er hier mit seinen 10 Grad Gun Depression arbeiten. Der Jagdtiger schaut ihn nicht an und er geht jetzt, sitzt jetzt alles auf eine Karte, fährt jetzt auf den Jagdtiger drauf und der steht hier nur am Wrack. Scheint eventuell so auszusehen, als ob er AFK ist, beziehungsweise vielleicht aus dem Game geflogen ist. Und das ist jetzt natürlich ideal. Waren hier zu zweit noch im Gefecht und jetzt kann er hier den Jagdtiger als Damage Pinata melken, so wie sich's gehört. Das heißt, er hat jetzt seine 4 Kills auf der Uhr, kriegt leider keinen Krieger mehr. Aber er kann jetzt hier definitiv noch seinen 5. Kill abholen und die Credits da raushauen. Weil klar, für jeden Schaden, den er anbringt, gibt es auch nochmal Credits. So, jetzt wird der andere dann nochmal ein bisschen nach vorne geschubst. Und jetzt samt Munitionslager erledigt hier den Jagdtiger. So, das war eine 7800 Damage-Runde, 3420 geblockt. Ihr seht jetzt am Ende in der Auswertung auch nochmal, was ihr dafür bekommen habt. Also, da habt ihr auch mal dieses unglaublich seltene Gefährt gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.